Kannst du tanzen? Wie viel Zeit investierst du in YouTube? Ich würde sagen, ziemlich die Hälfte meiner Freizeit. Und bist du YouTube-Partner? Wir können es ja mal austesten. Ich versuche mich mal zu teleportieren. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Wow, und schon wieder bin ich auf dem Stuhl. Magic. Wie kann ich noch beweisen, dass ich YouTube-Partner bin? Moment mal. Muss meine Cap hin. Ah, das kann nur YouTube-Partner. Wisst ihr, was auch YouTube-Partner können? Ich kann zum Beispiel auf dem Kopf stehen. Hui. Hast du Haustier? Wenn ja, was für eins? Ich habe kein Haustier. Und wobei? Ich glaube, es wird Zeit für die Offenbarung. Und zwar ist Thomas' richtiger Name gar nicht David, sondern wir sind zwei Personen. Ich bin David und der Lappen Thomas ist gerade am Wischen, mein Haustier. Ach Mann, halt einfach deine Schnauze. Welches Putzmittel bevorzugst du, um den Boden zu putzen? Ich, David, muss jetzt das Putzmittel empfehlen, da der Lappen ja am Wischen ist. Schnauze! Auf jeden Fall, ich empfehle Glasreiniger, gut und günstig, XXL. Ist jetzt sogar im Sonderangebot von Edeka, 49,99 statt 50 Euro. Da muss man unbedingt zuschlagen, es ist auch wirklich keine Abo-Falle, nein, überhaupt nicht. Denn wenn man ein Glasreiniger kauft, will man wirklich immer mehr haben. Man wird auch gar nicht dazu gezwungen, weitere zu kaufen. Auf jeden Fall, ich kann das wirklich nur weiterempfehlen. Jetzt testen wir mal das Putzmittel. Sehen Sie diesen Fleck hier, den man auch ganz leicht abkratzen könnte? Nein, lieber nicht. Es könnte viel zu viel schief gehen und deswegen sollte man lieber den Glasreiniger XXL benutzen. Wir nehmen jetzt einfach mal Thomas und versuchen jetzt das abzuwischen. Voila! Es ist weg! Das ist unglaublich. Wir können auch andere Kunden befragen, was ihre Meinung dazu ist. Also, ich kann wirklich nur sagen, das Zeug hat mein Leben verändert. Ich habe jetzt gar keine Probleme mehr beim Spülen. Alles klappt super. Also ich, also wie gesagt, ich kann das wirklich nur weiterempfehlen. Es hat wirklich einige Vorteile, dieses Zeug. Es ist auch noch saugünstig. Also ich meine für 49,99 statt 50 Euro. Also ich, Lappen Thomas, ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Sie haben die Kundenrezension gehört. Also ich kann das wirklich nur weiterempfehlen. Und wenn Sie in den nächsten 3 Sekunden bestellen, kriegen Sie erstens den Glasreiniger und sogar noch den Lappen Thomas dazu. Bitte was? Jetzt schlagen Sie zu. Unter der Nummer 000000000999999999 haben Sie jetzt die Möglichkeit anzurufen. In den nächsten 3 Sekunden bestellen und Sie bekommen beides dazu. Was war dein schlimmster Albtraum? Und hast du auch vor, andere Handyspiele zu zocken? Ich werde keine anderen Handyspiele zocken. Denn ich mache auch andere Let's Plays, wie zum Beispiel Horror oder Nintendo, aber das sehen die meisten ja nicht, was mich auch ein bisschen, ja, aufregt sozusagen. Denn ich finde es ein bisschen schade, dass COC halt so häufig angeschaut wird und die anderen, ja, da merkt man halt schon, dass die Let's Plays nicht so gut ankommen. Also 10% der Zuschauer sind es meistens, das freut mich schon mal. Denn ja, 10% sind eigentlich immer so eine gute Zahl, die man sich so als Ziel nehmen kann. Oh, ich habe nichts zu tun. Schauen wir mal bei PlayerGenom vorbei. Oh, nur Clash of Clans. Wischte heute mal wieder den Boden. Hashtag WichseWars. Here. Ja, ja, total witzig. Warum der Name PlayerGeddon? Es gab eine Grundidee und diese Grundidee hatte einen Klassenkamerade von mir. Die Grundidee war Thomageddon aus meinem Namen Thomas und Geddon Explosion und dadurch ist PlayerGeddon entstanden, weil ich, Explosion... Fürs FAQ, ist sie genauso oft langweilig wie mir? Nein. Magst du MediaTV? Magst du Nudeln? Ich liebe Nudeln. Hast du Angst vor Monstern? Hey Leute, ich hab doch keine Angst mehr vor Monstern. Ich will doch nur Freunde. Ich habe das Produkt jetzt 5 Minuten in die Kamera gehalten. Ich schreibe Ihnen dann meine Kontonummer per E-Mail. Ja klar, wir überweisen Ihnen dann die 1 Million Euro. Bist du ein Löwenkind? Ich bin doch kein Löwenkind, also pff, wie kommst du da drauf? Porsche, geil. Was hältst du von den Gerüchten eines neuen Animal Crossings? Die Gerüchte stimmen, denn eigentlich hat jeder, wirklich jeder damit gerechnet, dass Nintendo ein neues Animal Crossing rausbringt. Selbst der Big Boss Nintendo Let's Player Nintendo hat damit gerechnet, dass das Spiel kommen wird, aber nein.
Nintendo hat ja gemeint, verarschen wir unsere Fans. Yay! Denn auf der E3 stellt Nintendo immer neue Spiele vor. Die E3 ist eine große Spielemesse, wo jede Firma ihre Spiele vorstellt, die in den nächsten Monaten kommen. Aber Nintendo hat sich dazu entschieden, ein Partyspiel aus Animal Crossing zu machen. Wir gucken uns das einfach an, meine Reaktion zu der E3. Oh mein Gott, die Animal Crossing Melodie und das Wii U-Zeichen. Heißt das etwa, ich habe vor Aufregung Tröpfchen in meiner Hose? Animal Crossing Amiibo Party. Yay! True Story. Im Übrigen müsstet ihr jetzt einen Ventilator im Hintergrund sehen. Den habe ich mir besorgt, weil es fast 40 Grad draußen sind und ich schwitze wie Sau. Und was findest du besser? PC oder Wii U? Mein Herz schlägt zwar für Nintendo, aber ich muss mich leider für den PC entscheiden wegen den YouTube-Videos. Ich brauche den PC dann dringender als die Wii U. Wer hat das Gras weggeraucht? Wird der HSV diese Saison endlich absteigen? Keine Ahnung, aber wir können ja ein bisschen nachhelfen. Oh, eine E-Mail mit einem YouTube-Channel namens PlayerGallon. Schauen wir mal vorbei bei dem Spasten. A few inches later. Wer hat's erfunden? Ricola! Hast du Dagi B? Ich besitze sie als Sammelfigur. Wann kommt White House? White Day. Ich schätze mal, das Spiel wird frühestens in 2-3 Monaten als Let's Play gestartet, weil ich noch 4 andere Spiele habe, die ich vorher starten will. Also hab Geduld. Und ich bin froh, da muss ich mir nicht in die Hose scheißen. Wie viel Geld hast du bereits für dein Hobby ausgegeben? Viel. Aber wir sind ja nicht umsonst YouTube-Partner. So, das war's dann mit dem FAQ. Ich hoffe, euch hat das FAQ gefallen. Und wirklich nochmal ein Danke an alle, die mich immer supporten. Einen Daumen nach oben gehen und immer fleißig Kommentare schreiben. Wirklich großes Dankeschön dafür. Im Übrigen gab's in der heutigen Folge 2 Gastauftritte. Einmal dem lieben Hübi und der liebe Dennis war auch dabei vom MEHA-TV. Checkt doch mal ihre Kanäle aus. Oh mein Gott, ich war in Thomas' Video. Und schaut doch mal beim ersten FAQ vorbei, was hier oben verlinkt sein müsste. Und hier seht ihr den Abonnierknopf. Also über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und nach dem Motto ist der Daumen oben, wird man euch loben. Und dann, ja, das FAQ war wieder eine große Arbeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.